Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Flohmarkt. Und äh, heute, wie immer, zu Beginn erstmal die Gewinner vom letzten Mal auslosen. Diesmal habe ich ja drei Personen, die ich bekannt geben muss: einmal von meinem letzten Flohmarkt. Und da machen wir es einfach ziemlich schnell. Den habe ich nämlich schon ermittelt. Das war ziemlich einfach. Das war der Alex170110. Äh, Du bekommst von mir dieses Paket mit dem Westen und ich habe auch noch ein paar andere Sachen mit gepackt damit das Ding auch richtig voll wird. Okay, wie für alle, auch für dich, die Regel. Bitte teile mir innerhalb von sieben Tagen deine oder eine deutsche Adresse mit, wo ich das Paket schnellstmöglich hinschicken kann. Nach den sieben Tagen verfällt der Anspruch auf dieses Paket. Damit ich nicht äh, in Probleme mit meinem nächsten Flohmarkt bekomme, äh, komme, mache ich das halt immer so. So, und jetzt kommen wir zu meinem äh, 5000 Abonnenten äh, Spezial. Da habe ich ja zwei 50 Dollar Gutscheine quasi ausgelobt und die wollen wir jetzt mal auslosen oder ausermitteln. Hatte ich ja vorher schon angekündigt, dass ich sie mit dem Zufallsgenerator random.org ermitteln will. Und äh, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Damit die Geschichte auch wirklich äh, sauber abläuft, habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Ich habe hier oben meine Webcam angeschaltet. Ihr seht die hier im Hintergrund mitlaufen. Ich zeichne meinen Monitor auf und ich lasse diese Kamera auch noch mit, mitlaufen. Und bei dem ganzen Prozess wird auch nicht geschnitten. Das heißt, wenn das schief geht, wird halt das Video ein bisschen länger. Und äh, ich ermittle jetzt so diese beiden Personen, die diese Gutscheine bekommen. Diese beiden Personen müssen dann mir bitte schnellstmöglich äh, eine Bestätigung zuschicken in Form einer PN. Ich werde sie auch mal anschreiben. Damit will ich sicherstellen, dass die Personen auch da sind. Äh, ich hatte nämlich oftmals den Fall, dass ich Leute angeschrieben habe, die, hab, die irgendwas bei mir gewonnen haben. Und die melden sich dann ewig nicht. Da diese Gutscheine nicht ewig gültig sind, wäre es schade, wenn ich dann einen Gutschein an einen PN-Postfach sende, wo kein Mensch mehr reinschaut. Also will ich erst wissen, dass da jemand ist. Und wenn diese Person sich bei mir gemeldet hat, ich schreibe diese Person aber auch an, äh, schicke ich dann den Gutschein als PN zu dieser Person. Nur um das klarzustellen, ist heute halt ein bisschen komplizierter, aber wir wollen es ja auch sauber machen. Meldet sich diese Person nicht durchaus diesen Kommentaren, die da geschrieben wurden. Äh, Oh, mein Bildschirm geht gleich zu. Die äh, Geschichte nochmal neu ermitteln und du halt diesen verlorenen Gutschein nochmal neu schnellstmöglich äh, ausloben, so dass das nicht, ähm, tja, verloren ist das Teil. Aber eine neue, äh, ein neues Gewinnspiel wird es da nicht geben. Das mache ich wie gesagt unter den Leuten, die hier mitgemacht haben. So, okay, kommen wir jetzt erst einmal zur reinen Auslosung und schauen dazu einfach mal auf meinen Monitor. Ich hole die Kamera mal ein bisschen bei. So, ich sitze jetzt hier vor meinem Monitor. Wir sehen hier meinen Browser. Ich habe noch mal zusätzlich meine Webcam eingeblendet, damit wir auch sehen, dass das alles live ist. Unter meiner Webcam kommt auch noch mal eine kleine Perspektive über meine Schulter, sofern das funktioniert. Und ähm, jetzt wird auch nicht mehr geschnitten. Ich habe jetzt mal hier alle Kommentare geöffnet habe diese auch schon mal ein bisschen äh, gesäubert, das heißt es waren einige Doppelposts drin, die habe ich soweit ich sie gefunden habe auch entfernt und ähm, habe somit eine Zahl hier oben ermittelt 83 wichtig wir erinnern uns ihr solltet mir einen Produktlink äh, aus der Kategorie Foto posten äh, die dann was ihr euch dann eventuell für diesen Gutschein kaufen wolltet ist ja kein Zwang ihr könnt euch ja dafür kaufen was ihr wollt nur so ein Kommentar ist Gültig. Also, wenn jemand nur bla 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 geschrieben hat oder sowas, wird dieser Kommentar nicht akzeptiert. Es muss ein Produktlink zu dem Produkt sein, was ihr euch eventuell kaufen wolltet. Nur das gilt. Jetzt haben wir hier die Zahl 83 Kommentare. Ich sortiere die Kommentare nochmal neu, damit wir eine vernünftige Sortierung haben. Fangen wir einfach mal neueste zuerst. Das ist die beste Lösung. So, und jetzt äh, gehen wir folgendermaßen vor: Wir nehmen die. <laughs> verschluckt. Wir nehmen die Zahl 83, gehen auf unseren Zufallsgenerator random.org, geben die Maximalzahl 83 hier ein und die Minimalzahl 1, also ab dem ersten Kommentar wird hier gezählt und ermitteln eine zufällige Zahl 23. Jetzt gehen wir auf unsere Kommentare zurück und finden die Person mit dem Kommentar 23. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5.

und machen die Geschichte noch mal von vorne. Jetzt haben wir 82 Kommentare. Schreiben hier die Zahl 82 hinein. Generieren wieder eine Zahl, das ist die Zahl 7 und gehen wieder auf die Kommentare und scrollen herunter. 1 2 3 4 5 6 7. So, das müsste jetzt unser Gewinner sein. Den öffne ich mir mal, damit ich ihn nicht vergesse. Genau, du bekommst einen meiner Gutscheine. Und dazu wäre es sinnvoll, wenn du mir dann halt, wie gesagt, eine PN schickst. Ich schreibe dich aber auch nochmal an. Jetzt ermitteln wir aber schnellstmöglich den zweiten. Gehen wir wieder hier hin. Geben nochmal die Zahl 82 ein, dass das auch wirklich alles zurückgesetzt ist. Generieren wieder einen Kommentar oder äh, ja, eine Zahl zu einem Kommentar. Das wäre 54, eine sehr hohe Zahl. Und zählen runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So, diese Person ist die Nummer 54. Öffnen wir auch mal wieder in einem neuen Tab. Also du bekommst auch einen Gutschein im Wert von 50 Dollar. Wir schauen noch mal, ob die Zahl gestimmt hat. 54. Genau. Du bekommst also auch einen 50 Euro, Euro nee, Dollar Gutschein. Das wäre richtig. Also auch du schreib mich bitte per PN mal an. So, damit haben wir eigentlich äh, unsere Gewinner ermittelt und können jetzt zum normalen Flohmarkt wieder übergehen. So, hiermit wünsche ich allen dreien äh, einen herzlichen Glückwunsch für den Gewinn. Äh, dir, Alex, für das Paket mit den äh, zwei Westen und den anderen Weiten, die ich auch nochmal einblende hier oben, äh, für den 50-Dollar-Gutschein. Wie gesagt, ihr müsst Kontakt mit mir aufnehmen. So, heute, was haben wir heute? Ich habe ja auch heute noch was. Und zwar habe ich heute für euch eine nagelneue Kulimine. Wunderbar, wer sowas braucht, schreibt mir einen Kommentar. Nein, war nur Spaß. Okay, heute haben wir was Vernünftiges. Ähm, äh, heute habe ich was für euch, was ich ausrangiert habe. Und zwar habe ich so ein Filmstativ äh, für die Schulter. Ich habe ein paar andere gekauft und habe mir habe das hier noch nicht arg so oft benutzt. Das hatte ich vielleicht zweimal verwendet. Eigentlich äh, hatte ich das mehr gekauft, um eventuell diverse Umzüge oder Live-Veranstaltungen mitzufilmen. Habe da aber jetzt ein paar hochwertigere Systeme mir gekauft und deswegen werde ich das jetzt hier verschenken. Kaufpreis war damals knappe 40 Euro. Wo er jetzt liegt, weiß ich nicht. Das Teil ist nicht viel gebraucht worden. Folgendermaßen wird es benutzt: Ihr habt hier einen Sicherungsgurt, den lasse ich jetzt mal weg. Den könnt ihr hier um euren Körper machen. Dann habt ihr hier eine Schulterauflage. Hier unten ein Gegenpolster. Zumindest das mit Stativ an eurem Körper befestigt. Und hier oben könnt ihr eure Kamera aufbringen. Ihr könnt diese Verlängerung verwenden, ihr könnt sie wegmachen, könnt die Kamera direkt hier drauf bringen und könnt dann quasi so äh, filmen. Habt damit eine bessere Stabilisierung und äh, könnt die Kamera quasi besser im Gehen und Laufen oder im Stehen halten. Das ist auch ein bisschen ermüdungsärmer, weil ihr euch hier auf euren Körper quasi stützen könnt mit der Kamera. Also, wer so ein feines Teil haben möchte, schreibt mir es in die Kommentare, teilt es mir irgendwo mit. Und ähm, ich suche mir dann jemanden bis zu diesem Einsendeschluss aus. So wichtig, das hier ist kein Gewinnspiel, das ist eine reine Verschenkungsaktion. Ich habe ein paar kleine Regeln, die habe ich unten in die Videobeschreibung mit reingepostet. Äh, wer damit nicht einverstanden ist, macht hier bitte nicht mit. Und äh, wenn ich einen Gewinner oder einen Begünstigten ermittelt habe, erfolgt bei mir die Kommunikation ausschließlich über PN. Weil anders kann ich nicht nachprüfen, ob ich auch die Person auf der Gegenseite habe, die ich hier als Gewinner in gewisser Hinsicht ermittelt habe. Weil wenn mir jemand über Facebook schreibt oder sowas, ist das immer so eine Sache für sich. Ich kann nicht nachweisen, dass es diese Person ist, von der ich glaube es, dass es diese Person sein soll. Also nur über PN, weil andere Leute haben mich da schon mehrmals versucht, über Facebook anzuschreiben und eventuell auch zu verarschen. So. Das war es eigentlich heute zu meinem Flohmarkt. Wichtig nochmal an die Gewinner. Teilt mir bitte ein Lebenszeichen von euch mit über PN. Und damit war es das heute von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.